Ich spiele jetzt War Thunder, wie ihr seht. Marsch War Thunder. Wir machen jetzt Spezialfahrzeugmissionen. Und ja, und ich hatte kurz mein Dämerchen ein, die Kaldiva. Er braucht mich gar nicht einzuladen. Wenn er mich jetzt einlädt, dann blockiere ich den überall. WhatsApp, Instagram, PlayStation. Digga, gar nicht hallo, einzuladen. Hallo. Okay, lade ich dich nicht in die Gitarre ein. Dann mache ich die Spezialfahrzeugmission alleine. Okay, dann lade ich dich nicht in GTA Online ein. Okay, wenn du es willst, okay. Du bist eh nicht alleine. Nee, ich bin gerade noch Ladescreen. So, Leute, ab in GTA. Wenn man eine kleine Diva. Kleine Diva hat keinen Bock mehr. Zock mal auf, wieder raus und. Halt deine Scheiße. Digga? Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich hab... Alter, ich hab 1 Million! Kopf mir eine Arena-Werkstatt! Weißt du, was wir machen können? Was denn? Ich hab grad 1 Million bekommen und wir können jetzt eine Arena-Werkstatt kaufen. Und was hast du? 1 Million? Ja, und wir können jetzt die Arena-Werkstatt kaufen. Digga, ja, wir haben 1 Million bekommen! Ja, Digga! Sollen wir den schönen Glitch machen? Digga, ich hab schon Arena-Werkstatt. Lüg nicht. Ich schwöre es dir, hab ich 2000. Bei der Arena-Werkstatt habe ich, da erinnert sich schon so drin. Komm jetzt auch eine, da mache ich diesen Glitch. Als ob du jetzt 1 Million bekommen hast. Von wem? Ja, einfach so von Rockstar wegen PS5. Ernsthaft jetzt? Soll ich dir ein Bild schicken? Nee, ich bin ja komm gerade auch rein, vielleicht habe ich auch 1 Million. Was soll ich mir kaufen? Kokainlabor? Hast du wirklich eine Arena? Nein. Ja, habe ich. Ich kaufe mir gleich eine Spielhalle. Ich gucke jetzt, was die billigste Spielhalle ist, dann machen wir Casino heißt. Wie viel Geld hast du? 1 Million bestimmt. 1.200 war das doch. Aha. Nee, nicht 100.000 etwas. 1,1 Million habe ich dann. 1.200.000 war das doch. Ich guck jetzt gleich. Ich guck jetzt gleich sofort. Da können wir Casino heiß machen. Also sogar Werkstattfarbe kostet Geld. Arm nach. Geil! Digga, guck mal kurz, wie viel eine scheiß Spielhalle kostet, Digga.
Wenn ich dann habe. Dicker, ich hol mir die machen dann heute noch sogar. Egal wie lange wir machen, heute und dann noch Casino heißt. Okay, ich würde sogar die Nacht durchmachen. Spielhallen. 1,8? Nee. 2,1? Nee. 2,3? Nee. 2,5? Nee. 1,235. Digga, mir fehlt noch ein bisschen Geld. Scheiße! Ich gehe Autos verkaufen von mir. Ich könnte eigentlich die Digga, doch, du willst doch Dingens machen. Ey, oh mein Gott. Man kann wieder normal beitreten. Spiel beitreten tue ich jetzt. Ich bin noch im Ladescreen, versuche alleine in eine Lobby zu kommen. Ach so, Digga. Ich gehe jetzt Autos verkaufen. Meistens habe ich Glück und die haben 25.000. Tokyo Drift Auto. Du hast doch diese, Dinger, wo man Geld verdienen kann, ne? Werkstatt-Dings vom Verkauf, was du mir gerade gesagt hast. Ja. Lass das machen. Autolagerhaus. Mhm. Du bekommst aber kein Geld, nur ich. Also jetzt. Warte. Ich finde es auch schade, dass man Leuten kein Geld geben kann, so. Also, was heißt, ich mach gleich noch Autos verkaufen, da gehe ich mal Meth-Labor, verkauf da die Scheiße und dann sollte ich gleich ein Dominator habe ich und so und so und so. Nicht die krassesten Autos, sowas was auf der Straße rumfährt, weißt du? Verkauf halt einfach alles so, weil dann ist halt egal, weißt du, du hast null, aber dann machen wir wieder Geld und alles. Ja, spiel halt. Deswegen verkauf einfach alle Autos, du hast egal welche Welt. Nicht alle, man kann nur 3 pro Tag machen. Man kann nur 3 pro Tag machen. Verkauf 3 Fahrzeuge. Dann gehe ich mal Meth-Labor. Verkauf da die Scheiße. 200.000 oder so, bestimmt. Und das war's dann. Und dann machen wir beide Casino heißt nur für uns beide das Geld, Digga. Okay? Ja, warum komme ich jetzt alleine in eine Lobby? Bist du jetzt alleine Lobby? Nein. Wir können aber Spezialfahrzeugmissionen machen. Wenn wir alle haben, kriegen wir, glaube ich, schon so 100.000. Warte. Komm mal mit mir rein. Bist du alleine? Mit 2 Leuten nur. Welches Level sind sie? Level 4 und Level 66. Ja, okay, warte ich. Digga, das ist so geil. Okay, einer verlassen von denen. Ja, aber du willst ja nie Dings mit mir GTA spielen, Digga. Das hat sich selbst dafür gelohnt, Digga, sonst hätte ich die ganze Normal gespielt. Digga, ich bin jetzt mal Dominator. Und dann geh ich. Okay, I got stuff to do. Verkauf das. Digga, hol dir doch auch die Spielhalle. Nein, es reicht, wenn du die hast. Nein, da kommen wir Doppelgeld verdienen, weißt du? Dann machen ich die und dann machst du die auch nochmal. Denk mal nach. Wir machen. Nein, hol du die lieber, ich hol Arena-Werkstatt. Wegen dem Blitz, ich kann dann viel mehr Geld machen. Da kann ich auch machen, ich hab auch Arena-Werkstatt. You calling for some wheels? I'm Gianni on the spot. I'll hook you up. Ja, Digga, weißt du, wie geil das jetzt ist, eine Million zu haben? Digga! Ich glaube, ich verkaufe dieses Auto vom Casino. Nein, was war das für ein Auto? Oh, dieser
Dieser, wo so scheiße fährt und nur driftet beim Lenken. Ach so, der ist scheiße, der kann man drauf. Ich habe jetzt das neue gewonnen, das lasse ich erstmal, weil man kann die halt nicht verkaufen, man bekommt 0 Dollar. Digga, jetzt kann ich unnormal, ich mich gerade freue. Das Ding ist, wir beide machen, wir können ja zu zweit machen, Casino, das ist ja nicht so schwierig, ne? Aber das Ding ist, wir brauchen Explosivfahrzeuge. Ich könnte quasi, du könntest für uns, könntest du dir quasi einen Oppressor irgendwie leisten oder sonstiges? Nee. Nee, du hast doch dieses eine Auto, was du Raketen hochschießen kann, ne? Was du springt und Turbo und Raketen. Nee, und das andere, was du springt. Und das, ja. Und du besorgst mir bitte ein Jet. Dann, weil wir müssen noch bei ein paar Aufgaben irgendwas explodieren lassen, irgendwas jagen, Ruby, Dingsbums da. Spezialfahrzeugaufträge machen? Nein, nein, komm erst mal rein. Also bist du was schon? Bitte, der Ado verkauft jetzt deine Autos. Ja, ja. Und danach gehe ich zum Meth-Labor. Und dann mache ich da. Dann mache ich da meine Scheiße. Und ich hoffe darauf, bitte, dass. Ich hoffe doch wirklich, dass stimmt, ich dann. Ich kann auch noch meine Päckchen verkaufen. Vielleicht hat der Typ vom Nachtclub schon auch ein paar Päckchen geholt, dann kann ich auch verkaufen. Also hoffe ich auf 1,235 Millionen, Digga. 1.235.000 muss ich haben. Zur Not kann ich auch irgendeine Mission mitmachen und da ein bisschen Geld verdienen. Warte mal, wie viel bekomme ich für den? Oh ne, 64.000 lohnt sich nicht für den geilen Wagen. Ich habe da Turbo, Unterbeleuchtung, alles drauf, nur 64.000. Dann schon der Turbo kostet 50.000. Ist so, und meine, ne? Lackierung kostet schon 15.000. Es lohnt sich nicht, den zu verkaufen. Eigentlich müssen wir für solche Fahrzeuge 150.000 oder so kriegen. Minimum. Ja, aber die machen das immer so gay mit den Preisen. Du kannst in GTA gar kein Geld machen. Doch, wenn du so was wie Kokainlabor hast oder gut Meth-Labor, kannst du schon gut skippen. Ja, das hört sich so geil von drin an, wenn du Ego-Perspektive gehst. Alter, jetzt mal No-Job, das hört sich richtig geil an. Kannst du mal bitte zum Los Santos Custom in der Stadt kommen? Wieso? Weil da könntest du mich direkt mitnehmen, da kann ich hier kurz meine Garage fahren, da kann ich das andere Auto holen. Warte, ich fahr grad selber zu meiner Garage. Ich werde erstmal meine Päckchen verkaufen. Mach das. Aber für die Dominator müsste ich quasi, den habe ich voll ausgestattet mit richtig gutes Geld. Da habe ich 150.000, fast 200.000 drin gelassen in diesem Fahrzeug. Ja, wird wenig wert sein. Ich hoffe mal so 25.000 bis 50, fast 50.000 wäre nice. So 30.000 pro Auto wäre nice. Da hätte ich 90.000. Weißt du? So kann man Leuten kein Geld überweisen. Kannst du, wenn du aber Läden ausraubst und denen das dann überweist, das Geld. Wie? Du musst Laden ausrauben und dann kannst du es überweisen. 55.000 krieg ich für den Wagen. Ja, gutes Geld. Hä? Ich hab 55.000 für den Wagen bekommen, Digga. Und ich finde mein Ding wieder nicht. Ich finde das nie. Was denn? Ei, ich hab doch so. Dieses Dokumentfälschung. So, ah, Junge, ich hab fast 1,2 Millionen habe ich jetzt. Motorrad, mir fehlt. Digga, ich brauche noch locker 20.000. 30.000 habe ich das Geld schon eigentlich. Digga, Spielhalle und Schön kann sie doch eins machen, wie beide nur, weißt du. Ohne Rago, ohne ein Zimt, Junge. Der sind die nicht. Wer sind die beiden, Alter? Wer ist das? Ich kenne die nicht. Kennst du die? Ich spiele jetzt die nächsten Tage nur noch auch ein bisschen Warzone auch, aber geht ja auf jeden Fall auch. Ja. Auf jeden Fall mehr als vorher. Ja. I'll get there as soon as I can. Das lohnt schon, Digga. I'll get back to work. Immer noch.
Digga, ich hab grad ein Auto bestellt, ich hoffe, das ist ein gutes Auto. Das Ding ist, allein das Geld, was wir dann für die Casino heißt bekommen, können wir dann für was anderes ausgeben, für eine andere heißt, weißt du? Was ist das denn eingepfercht? Ich geh da mal hin, was auch immer das sein soll. Und Digga, für den Bar habe ich auch fast 100.000 investiert. Ich hoffe für den auch gutes Geld. Wenn der jetzt gut macht, dann kann ich mir direkt Spielhalle holen, Digga. Reparieren? Fuck off. 105.000! Ich hab das Geld drin, Digga. Ich hab das Geld sowas von drin. Ich hab sowas von drin, Digga. Zack, boom. 105.000 hab ich für den Wagen gekriegt. Wie viel Geld hast du jetzt? Ich gucke nach. Warte. Ich kann dir das gleich genau sagen. Zack. So, Menü. 1.330.000. Zack, ich hole mir jetzt die Spielhalle. Perfekt. Und ja, ich gehe, weißt du was? Weißt du was? Ich verkaufe sogar noch ein Auto. Und dann gehe ich sogar noch für zum Metal-Lopper, verkaufe da die Scheiße. Aber nicht so viele Upgrades. Wir brauchen nämlich noch Geld für Casino heißt und so, ne? Glaube ich. Wofür das Geld für Casino heißt? Nicht so eine Vorbereitung. Ja, Vorbereitungen, so Crew und alles, weißt du. Es gibt doch immer irgendwas. Deswegen will ich hier auch zu Messerbohr und da ist die Scheiße gekommen, dass ich das Geld dafür habe. Mhm. Oh Digga, ich muss es noch in Ausstattung machen. Einfach so kaufen. Ich finde schade, dass man GTA nicht mit Maus und Tastatur spielen kann. Kann man nicht, ne? Ne. Also auf PS4. Ja, Mann, ich hab die! Wegpunkt setzen. Ich hab die scheiß Spielhalle gekauft, Digga. Ich hab die Spielhalle. Boah, Digga, kannst du dich abholen kommen, Digga? Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ich kann dich gar nicht abholen kommen, Bro. Warum nicht? Guck mal, wo ich bin. Ich fahr selber gerade zur Dokumentfälschung, um meine Sachen zu verkaufen. Digga, ja. Wir haben's geschafft, Digga. Wir werden jetzt gleich so Cash und Merchants verdienen. Ich bin reich. Und ich scheiß auf alles. Diese Spielhalle. Dafür will ich sogar einen Ball ficken. So geil, ich schwör's dir, war leck. Jetzt fahr ich noch zu Dingens. Zu meinem Meth-Labor. Verkaufe ich da die Scheiße. Da habe ich noch ein bisschen Geld für die Crew und so. Und dann kann man schön Vorbereitung gleich sowas zu starten. Ja, macht sich erstmal bereit für die Einführung von der Spielhalle. Warum? Ey, wenn du reinkommst, kommt doch erstmal eine Einführung von der Spielhalle. Achso. Leute, ich gehe jetzt einfach kurz nicht mal live. Ich werde dafür später nochmal live kommen, wenn ich und der Dima die Casino High starten. Und dafür würde ich sagen, nein, machen heute die noch ein bisschen ja, Vorbereitung. Aber Vorbereitung können wir heute noch ein paar machen. Ich muss gucken, wann ich morgen meinen Online-Unterricht habe, okay? Okay. Dann sag ich dir, wie lange ich wach bleibe heute. Okay, aber ein bisschen müssen wir auf jeden Fall machen, Vorbereitung. Aber wir machen später ein bisschen Vorbereitung. Und dann kommt morgen das Finale auf jeden Fall. Morgen kommen ein paar Vorbereitungen dazu noch und danach können wir von Jahr starten, die Leistung. Digga, morgen dritte. Digga. Auf Wiedersehen und bis später.